strahlst ja wie ein Kind kurz vor Weihnachten. So ähnlich ist mir auch zumute. Oder fühlst du etwa anders, wenn unsere Tochter aus Amerika zurückkommt? Nein, ich fühle das ganz genauso. Obwohl, das waren ja wirklich nur Monate. Also mir kommt es vor wie mehrere Jahre. Das sieht dir ähnlich. Trotzdem, ich finde, du solltest dich mal ein bisschen beeilen und einen deiner programmatischen Krawatten anziehen. Du hast nämlich einen Termin. Da hast du recht, nur. Was wählt man für eine Krawatte, wenn man auf dem Weg ist, zum Ehrenprofessor ernannt zu werden? Keine Ahnung, aber vielleicht fragst du mal unsere modebewusste Tochter Silvi. Die kennt sich da am besten aus. Oh nein, Papa, bitte nicht. Du kannst doch nicht zu so einem stockkonservativen Anzug auch noch eine stockkonservative Krawatte anziehen. Das ist einfach zu viel. Du musst denen doch klar machen, dass du in der Lage bist, progressiv zu denken und zu handeln. Und du denkst, ich kann das? Ja, natürlich kannst du das. Ach, warte mal, ich hab da was für dich. Hier, die habe ich dir selbst gemacht. Eigentlich wollte ich sie dir erst zu Weihnachten schenken, aber ich glaube, heute ist der richtige Tag dafür. Ja, die ist sehr schön, aber ist das nicht so gewagt? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Sagst du doch immer. Sag ich das immer? Mhm. Na gut, dann wage ich es eben. Übrigens, ich habe heute diesen Termin bei dem Psychologen. Ich komme dann danach direkt raus zum Flughafen, ja? Ist gut, Silvi. Und versuche, offen und ehrlich zu sein. Auch falls es wehtun sollte, wenn in dieser Geschichte mit Raoul de Brueck herumgestochert wird. Genau das ist es, was mich so belastet. Dass man sich immer wieder daran erinnern muss. Naja, aber wenn ihr alle sagt, dass es gut ist, für mich dorthin zu gehen, bitte, dann tue ich es eben. Die ist ja cool. Die ist von Silvi. Manchmal tut sie richtig was Nützliches. Sei nicht so frech. Ich bin nur ehrlich. Und zum Flughafen fahre ich mit der S-Bahn. Das ist gut. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Es kommt davon, wie lange das Gespräch beim Minister dauert. Okay. Tschüssi. Hier ist Margot. Halt! Lass dich anschauen. Du bist sicherlich mit Abstand der schickste Professor, den diese Welt jemals gesehen hat. Die Krawatte ist ein Knüller. Ja, da kann ja nichts mehr schiefgehen. Ja, schauen wir mal. Aber lass dir ja nichts von deinen Konditionen abquatschen. Sie haben gesagt, du bist freigestellt. Bei gleichen Bezügen und voller Anrechnung auf deine Pension und einer monatlichen Pauschale. Und dein zeitlicher Aufwand ist ebenso groß wie bei einem ordentlichen Professor des Wasseranwalt. Ei, Frau Kommando. Du hast dich ganz schön emanzipiert, seitdem du deine Kontaktstelle leitest. Und die Behörden lernt man kennen. Und die wollen alles, und zwar zum Nulltarif. Und du bist manchmal ganz schön gutmütig, Herr Professor S.B. So, mein Schwanz. Ei. Komm mal her. Nimmst du bitte meine Aktentasche? Ja. Ciao, ciao. Du, die Mami muss jetzt auch arbeiten gehen, hm? Aber ich bin bald wieder da. Ich denke, so ungefähr um 1 Uhr werde ich da sein. Wir haben noch allerhand vorzubereiten, wenn Jenin und Anna heute aus Amerika kommen. Susanne, was? Ja? Eine Frage habe ich noch. Patty sagt, diese Musikinternat wäre ihr eigener Wunsch. Und es war da vor mir. Ja, das stimmt. Sie ist schon seit über einem Jahr dort angemeldet, aber es war nie ein Platz frei. Okay, wenn Sie sagen, ich glaube. Ich habe gedacht, Patty macht es wegen die Probleme mit ihrer Dad und mit meiner. Und er erfährt von unserer Love. Also du kannst sicher sein. Von uns erfährt dein Daddy nichts. Wo sie nicht ganz unproblematisch ist, eure junge Liebe. Deutsche Wort sagt, kommt Zeit, kommt gut. Deutsche Wort sagt, kommt Zeit, kommt Rat, gell? Also, macht's gut. Wieso kommt Rat? Welcher Rat? Guten Morgen, Mathilde. Morgen, Margot. Sag mal, hast du Lust, heute Abend mit mir zum Flughafen zu fahren, wenn wir Anna und jenen abholen?
Ich habe noch einen Platz frei im Auto. Das ist lieb von dir, aber Albert kommt doch heute aus dem Krankenhaus zurück. Da will ich ihn nicht gleich am ersten Abend allein lassen. Na schön, da kommt doch beide rüber, wenn wir wieder da sind. Wir schaffen das schon mit dem Rollstuhl. Na gut, mal sehen, wie er sich fühlt. Also, ich muss los. Grüß ihn schön. Und er soll sich schon eingewöhnen. Ciao. Morgen, Frau Sonnwald. Guten Morgen. Es ist gut, dass Sie kommen. Es gibt eine Anfrage, die kann ich nicht beantworten. Aha, um was geht's? Ja, da hat der Mann angerufen, der der Frau Arbert den Laden verpachtet ja? hat. Und der will jetzt wissen, was damit passieren soll. Nachdem Frau Arbert ja mit einer längeren Haftstrafe rechnen muss. Wird ja sicher als chronische Rückfalltäterin eingestuft. Ja, leider. Jetzt sagt der Mann, dass Sie die Zahlungspflichtige sind, weil Sie für die Arbeit eine Bürgschaft geleistet haben. Ich weiß. Ich habe das noch nicht an mich rankommen lassen. Das werden Sie aber müssen. Am besten wäre es natürlich, Sie finden jemanden, der bereit ist, den Laden zu übernehmen. Denn selbst wenn Sie jetzt kündigen, ein paar Monate, müssen Sie die Pacht weiterzahlen, ohne dass der Laden genutzt wird. Frau Sandwald, schönen Tag. Wo soll es denn hingehen, zum Recherchieren? Ich habe privat was zu erledigen. Ach, übrigens, das Interview mit dem Preisboxer habe ich Ihnen auf Ihren Schreibtisch gelegt. Ich habe es übers Wochenende schon mal vorgearbeitet. Aus Ihnen wird noch mal was. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Dr. Otto Stein. Wenn einer schon so einen altmodischen Namen hat. Das kann ja nichts werden. Frau Sandwald? Das bin ich. Stein? Bitte. Die Zeitung können Sie ruhig da lassen. Ich würde sie Ihnen gerne zeigen. Nämlich der Mann, der mich in die ganze Sache reingezogen hat. Na, ich kenne den Artikel. Interessante Physiognomie, der Herr. Bitte setzen Sie sich. Naja, interessant war er schon. Aber leider kriminell. Naja, Herr Dr. Heine hat Ihnen das sicherlich alles beschrieben. Ja, ich habe den Antrag Ihres Verteidigers gelesen. Es läuft ja wohl darauf hinaus, dass ich Ihnen Naivität und Blauäugigkeit attestieren soll. Quasi ein Persilschein, damit Sie dann endgültig von einer möglichen Mittäterin zum missbrauchten Unschuldslamm werden können und die Staatsanwaltschaft einen plausiblen Grund hat, das Verfahren gegen Sie einzustellen. Was natürlich alle erleichtern wird, da der Herr Papa ja ein höheres Richteramt innehat. Also mit Ihnen unterhalte ich mich doch gar nicht weiter. Wenn Sie von Anfang an derart voreingenommen sind, dann hat es doch alles überhaupt keinen Sinn. Frau Sandwald, bitte setzen Sie sich wieder. Ich wollte Sie nur testen. Na wunderbar. Haben Sie immer so rüde Methoden? Nein, immer nicht. Aber schauen Sie, starke Provokationen bringen starke Reaktionen. Und gerade die impulsiven Reaktionen sind es ja, die uns Psychologen auf die besten Hinweise geben. Also bitte setzen Sie sich wieder. Wir werden jetzt ganz ruhig und sachlich miteinander reden. Naja, das war so so lala. Ich will ja auch nicht zu den Philharmonikern. Die wären mit dir auch schlecht bedient. An Patty Sandwald hätten sie sicher mehr Freude. Bis in ein paar Jahren. Nun geht sie auch weg. Was für uns nur zu bedauern ist. Na, wann ist es denn soweit? Nach den Herbstferien. Aha, da sind wir heute also das letzte Mal zusammen. Mhm. Na dann, viel Glück. Danke. Du wirst dort sicher viel lernen. Ja, ich denke schon, aber es ist eben nicht München. Naja, Füssen ist ja nicht aus der Welt. Aber der Fahrplan, da ist man mit dem Flieger schneller in Paris. Irgendwas muss ich mir da noch einfallen lassen.
Arbeit. Gut. Hallo, ihr zwei. Hallo. Kim, gegen dich komme ich einfach nicht an. Ich habe mich so bemüht, rechtzeitig vom Ordinariat wegzukommen. Nun, Siri, wie war denn der erste Tag auf einer deutschen Schule? Gut, ist nicht schwer. Na, dann mal los, meine Süße. Das Fahren in die Wagen. Kim, du machst das perfekt, wie eine Mutter. Ja, wenn die eine geht nach dem Internat in Füssen, dann sind noch zwei andere da, die Kim lieben, ha? Das Leben gibt die eine, aber nimmt die andere, sagt mein Dad. Da hat er recht, der Dad. Aber ein bisschen hat der Siri mich auch lieb, oder? Sie wollen zu uns? Zu Sandwald. Genauer gesagt zu Frau Margot Sandwald. Ah, Frau Sandwald ist in Ihre Kontaktstelle. Dann zieh die Straße weiter, um die Ecke und dann Haus Nummer 3. Danke. Bitteschön. Nein, nein, eine Wohnmöglichkeit hat sie. Ja, und die Geschwister und Eltern halten auch zu ihr. Ich halte das für eine sehr wichtige Voraussetzung nach 3 Jahren Haft. Ach, könnten Sie sich nicht doch nochmal überlegen, ob Sie ihr die Stelle geben? Ich mache Ihnen auch sehr gern einen Kontakt zu dem Bewährungshelfer. Ach, das ist doch überhaupt kein Problem, dafür ist ja unsere Kontaktstelle da. Ja? Gut, dann freue ich mich darauf. Ja, ich melde mich bei Ihnen. Auf Wiederhören. Danke. Was gibt's? Besuch für Sie. Hey, heute geht's ja zu wie im Taubenschlag. Stimmt, nur ist es diesmal keine entlassene weibliche Strafgefangene, sondern ein Herr. Oh. Grüß Gott, Margot. Herr Leininger. Also, das ist ja eine Überraschung. Grüße Sie. Das ist Herr Apotheker Leininger. Mein Chef war aus der Zeit damals, als ich noch Apothekerin war. Und wenn Sie dann alle Punkte zusammengezählt haben, dann schauen Sie in Ihre Tabelle und sagen mir, wie mein Charakter ist, ha? Ja, ja, so ähnlich. Mhm. Na, hoffentlich sind Sie gut im Addieren. So. Um 5:30 muss ich am Flughafen sein. Es tut mir leid, aber ich konnte ja nicht wissen, dass ich hier 5 Stunden verbringen muss. Finden Sie 5 Stunden zu viel, um sich ein Bild von einem Menschen zu machen, das man dann in einem Gutachten fixieren muss und das als Grundlage für die Entscheidung der Strafverfolgungsbehörden dient? Nein, natürlich nicht. Aber es nervt. Es nervt hauptsächlich, weil Sie nebenbei eine ganze Menge über sich selbst begreifen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Die müssen Sie mir ganz schnell und spontan beantworten. Wenn Sie plötzlich tot wären und Sie müssten Ihr Leben in einem einzigen Satz zusammenfassen, wie würde dieser Satz lauten? Der arme Papa. Sehen Sie? Jetzt haben Sie ihn. Des Pudels Kern. Kopf hoch, Herr Fessler. Sie brauchen Ihren Rollstuhl ja nur so lange, bis Sie Ihre Prothese haben. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass mir das passiert. Da übersteht man unbeschadet den ganzen Krieg. Dann verliert man mitten im Frieden sein Bein. Nur weil man am Abend noch eine Schlachtplatte essen musste. Auf die hätte ich besser verzichtet. Sind die für mich? Ja. Das ist doch noch gar nicht so weit, ich muss doch erst noch ernannt werden. Das ist doch nur Formsache, nachdem Sie mit dem Minister und mit dem Herrn Dekan gesprochen haben. Na ja, aber de facto ist es noch nicht so weit. Na ja, ich weiß, was ich weiß. Und ich weiß auch, dass heute Ihre Tochter Anna mit ihrer Jenin aus Amerika zurückkommt. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich heute Abend unseren Pizzaservice vorbeischicke mit ein paar leckeren italienischen Spezialitäten, das wäre doch was, oder wird es nichts? Also, Hase, Sie sind nicht mit Gold aufzuwiegen. Aber jetzt muss ich los, sonst versäume ich die glorreiche Ankunft von Tochter und Enkelin. Komisch, jetzt ist die Maschine schon seit 20 Minuten da. Mhm.
Ich möchte wissen, wo euer Vater bleibt. Ich bin schon da. Entschuldigt, ich muss noch kilometerweit laufen. Ja. Nachdem ich endlich einen Parkplatz gefunden hatte, danke. Habt ihr sie schon gesehen? Nee, sie scheint eine Menge Gepäck dabei zu haben. Ich gehe mal zur Auskunft und frage, ob man sie ausrufen kann. Okay, bis gleich. Jetzt müssten die beiden gerade in München gelandet sein. Danke. Thank you. Anna ist wirklich erstaunlich. Macht den Eindruck einer überaus unsentimentalen und selbstständigen Frau. Und kaum ist sie schwanger, trifft sie einen Heimatkoller und muss dringend zurück in den Schoß ihrer Anwaltshilfe. Sie hätte wenigstens jenen den langen Flug ersparen sollen. Das Kind hier bei uns lassen. Sie will das Kind eben bei sich haben, was ja auch verständlich ist. Verständlich finde ich diese ganze Reise nicht, sondern unvernünftig. Es war ja doch ständig übel in den letzten Tagen. Wie kann sie da einen Flug über den Atlantik riskieren? Ich kann das nicht beurteilen, ich war noch nie schwanger. Vermutlich will sie ihrer Familie die freudige Nachricht persönlich überbringen. Tut mir wirklich leid, aber über die Passagierlisten darf ich keine Auskunft geben. Ja, wer darf denn das? Ich werde mich erkundigen. Ja, dann tun Sie das mal. Ich komme wieder. Oh Gott, ist der stur. Ich darf nichts sagen. Tja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als nochmal in Amerika bei Johannes anzurufen. Die Operation wird inzwischen vorüber sein. Hallo Johannes, hier ist Berthold. Schön, dass ich dich jetzt erreiche. Sag mal, was ist denn los? Wir stehen alle hier am Flughafen und warten und Anna kommt nicht. Ja, sie kommt nicht. Die Maschine ist schon vor einer Stunde gelandet. Aber ich habe sie doch selber ins Taxi gesetzt. Ich konnte sie nicht zum Flughafen bringen, weil so viel los war in der Klinik. Sie war so aufgeregt, dass sie eine Stunde zu früh los ist. Aha. Und wo ist sie jetzt? Das möchte ich auch mal wissen. Also am besten, ihr fahrt jetzt mal nach Hause und ich rufe bei der Fluggesellschaft an. Vielleicht kriege ich was raus. Tschüss, Berthold. Delta, Delta, Delta. Vorspeise à la Silvio. Bandnudeln mit Ragout und ein traumhaft leckeres Tiramisu. Mit lauter Eiern von mir persönlich bekannten Hühnern. Da kommen wir ja gerade richtig. No, Mr. Bishop. Wir essen alle zusammen. Ist gleich zurück, die Sanwald-Family. Ich gehe schon. Bei Sanwald. Johannes. Nein, nein, die sind noch nicht zurück vom Flugplatz. Wahrscheinlich wieder meine Verspätung. Wie bitte? Mein Gott. Ja. Ja, natürlich bleibe ich hier. Berthold ruft zurück, wenn er hier ist. Wiederhören, Johannes. Das ist ja schrecklich. Ich glaube, wir schaffen das jetzt alles wieder fort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass heute noch irgendjemand Appetit hat. Was ist denn das für ein Name? Was ist denn? Es ist was passiert. Komm rein. Das ist absurd. Das ist einfach unglaublich. Ja, ich setze Anna und Jenny ins Taxi und verabschiede mich von den beiden. In der Lincoln Avenue wollte sie dann wohl noch mal in die Apotheke. Jedenfalls trifft sie da Max Harvey von Harvey Eyes. Ihr wisst schon, seine Frau habe ich vor 2 Tagen operiert. Der sagt, warum sie denn mit dem Taxi nach Los Angeles will. Drüben auf unserer Lokalpiste steht sein Privatjet, mit dem er hergeflogen ist, um seine Frau zu besuchen. Und es ist ihm doch eine Freude und eine Ehre, wenn er der Frau vom Professor die lange Autofahrt ersparen kann. Und Anna und das Kind steigen ein in das Unglücksgerät. Und das steht zweifelsfrei fest? Ja, er hat kurz vor dem Start noch mal mit seiner Frau telefoniert. Die hat mir das alles erzählt. Und das Nächste, was sie dann gehört hat, war, dass die Maschine vermisst wird.
Das gibt es doch nicht. Es gibt doch eine Flugüberwachung. Von der Flugüberwachung kommt doch die Nachricht. Aber der Kurs der Maschine war doch bekannt. Ihr Verbleib müsste doch geklärt werden können. Genau das ist das Problem. Sie nehmen an, dass mit der Navigation irgendwas nicht in Ordnung gewesen ist und ein Sichtflug wegen der zunehmend schlechten Wetterbedingungen nicht mehr möglich war. Was heißt, Sie nehmen an? Es muss doch eine Funkverbindung gegeben haben. Nur noch bis unmittelbar nach dem Start. Komm zur Sache. Was ist mit Jenin und Anna? Sie nehmen an, ein Absturz. Gewartet. Ich fürchte, die Willkommensparty fällt heute aus. Ich weiß Bescheid. Johannes hat vor einer halben Stunde hier angerufen. Was ist passiert? Kommt mal rein. Danke, Sigrid. Und sag Johannes, dass wir mit ihm fühlen. Was Neues. Johannes ist mit einer der Suchmannschaften unterwegs. Suchmannschaft ist gut. Wo wollen die denn suchen, wenn sie nicht mal wissen, wo der Flieger runtergegangen ist? Man kann einen Radius ziehen. Man weiß ja, wann sie losgeflogen sind. Na toll. Ich habe mir das vorher in Papas Atlas angesehen. Da sind überall Berge und Canyons. Wenn man dort eine Notlandung machen will, muss man schon verdammt gut zielen, um ein paar hundert Meter zu treffen, die einigermaßen eben sind. Jetzt sei ruhig. Für mich leben sie jedenfalls noch, so lange, bis das Gegenteil bewiesen ist. Irgendjemand sollte rübergehen und Tante Mathilde Bescheid sagen. Das wird wohl meine Aufgabe sein. Das arme Kind. Meine arme kleine Anne. Verstehe ich nicht doch. Dass alles Unglück immer auf einmal kommen muss. Erst das mit Albert und jetzt sowas noch. Still have no clues as to the whereabouts of a missing small plane carrying industrialist Max Harvey. Harvey set out yesterday in the company of a friend and her child from Rich's Homes, from Los Angeles private airport. Ist doch völlig egal. Das einzige Wesentliche an der ganzen Geschichte ist, dass Jenin dabei ist. Was ist mit Anna? Manchmal erschreckst du mich mit deiner geradezu gefühlsarmen Einseitigkeit. Ich bin weder gefühlsarm noch einseitig. Wenn Anna etwas zugestoßen sein sollte, so tut mir das aufrichtig leid. Aber Jenin ist das Einzige, was mir von Jent geblieben ist. Ich glaube, das ist Johannes. Ich gehe rüber. Sie mussten aufhören. Der Nebel war zu dicht.
Was wirst du jetzt tun? Was werde ich tun? Ich werde versuchen zu schlafen. Morgen früh gehe ich in die Klinik. Irgendwie muss ich das ja auf die Reihe kriegen. Für mich leben sie so lange, bis das Gegenteil bewiesen ist. Danke, Sigrid. Sagen Sie vorerst alle Termine ab und verständigen Sie Dr. Armstrong, dass er meine Vertretung hier in der Klinik übernehmen muss, ja? Geht in Ordnung, Professor. Sie haben noch Anrufe auf dem Anrufbeantworter. Aha. Ja, danke. Hi, Professor. It's Sharon Wood. You are the greatest. My face, it's so beautiful. Thank you. See you next week. Hallo, mein Lieber. Rate mal, wen ich gerade getroffen habe. Max Harvey. Naja, und er fliegt auch gerade zufälligerweise nach Los Angeles. Und da habe ich mir gedacht, ich fliege einfach mit. Es ist bequemer. Ja? Okay, ich melde mich bei dir. Ich vermisse dich jetzt schon. Ciao. Hengsberg. Yes. No. Really? Yeah, good. Okay, I'm coming, yes. Thank you. Sunbird? Anna! Gott sei Dank. Anna! Sie lebt, sie ist gesund. Na! Ja. Anna, hallo! Anna! Kannst du dich wieder runterlassen? Nein. Es geht mir gut. Nein. Der Arzt hat gesagt, dass wirklich alles in Ordnung ist. Ich lass dich nie wieder los. Nie wieder. Und deswegen werde ich mir jetzt ein Ticket nach München besorgen. Falls so wie ich dich kenne, willst du so schnell wie möglich nach Hause. Und die Klinik? Psst. Ich lasse dir jetzt Badewasser an, dann gehst du ins Bett und ich hole Janine von Sigrid ab. Lass dir doch noch ein bisschen. Sigrid ist so glücklich, dass das Kind noch lebt. Ich habe manchmal fast das Gefühl, als ob es für sie so ist, dass Jens wieder auferstanden wäre. Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts aus. Anna hat doch eine ganz normale und gesunde Psyche. Und wegen ihrer Übelkeit soll sie die Medikamente nehmen, die ihr der Kollege verschrieben hat. Sie sind absolut unschädlich für den Embryo.
Anna baut sonst ab, wenn sie versucht, diese ganze Spuckerei so durchzustehen. Am liebsten würde ich ihr das alles gerne selbst sagen. Ich habe nämlich vor, euch bald zu besuchen. Du wirst schon wieder schlechter. Unser neuer Enkel macht dir aber ganz schön zu schaffen. Warum sprichst du eigentlich immer von ihm? Nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit muss es ja mal ein Junge werden. Oder was sagst du, Johannes? Also ich halte mich da raus. Töchter sind doch was Nettes. Ja, stimmt, genau. Ich hätte das Gutachten Ihrem Anwalt auch schicken können, aber ich wollte Ihnen nach Auswertung der Tests noch etwas sagen. Das heißt eigentlich im Prinzip zweierlei. Ja, bitte. Das Erste ist, Sie sollten wirklich versuchen, Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, eigene Entscheidungen zu treffen. Und nicht nur solche, bei denen Sie sicher sein können, dass Ihr Vater oder die sonstige Verwandtschaft Sie auch billigen. Sie müssen wirklich versuchen, sich innerlich abzunabeln. Sonst wird es immer wieder passieren, dass man sich ihrer bedient, so wie dieser Raoul de Bruyck das getan hat. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Und was ist das Zweite? Das Zweite ist privat. Und genau betrachtet, beruflich gesehen, nicht ganz okay. Aber wir werden uns ja wahrscheinlich nie wieder sehen. Und wenn ich es jetzt nicht sage, dürfte ich Sie zum Essen einladen, Frau Sanwald? Ja, gerne. Sag mal, was ist das eigentlich für eine sensationelle Sache, die du mir erzählen wolltest, bevor diese ganze Aufregung da war? Also, Herr Dussel, erst habe ich es überhaupt nicht mehr aushalten können, es dir zu erzählen, dann habe ich es vergessen. Aber eigentlich kann ich es dir auch nicht erzählen, sondern ich muss es dir zeigen. Aha. Das ist ja eine Kostbarkeit. Allerdings. Allein vom Alter und von der Aufmachung her. Die Eintragungen beginnen 1612 und gehen praktisch bis heute. 1612? Das hat in den 30-jährigen Kriegen gestanden. Ja. Weißt du, was ganz besonders interessant ist? Entschuldige. Darf ich mal? Ja, bitte. Und zwar sind das handschriftliche Rezepte, die man immer wieder reingelegt hat, wenn sie erfolgreich erprobt worden sind. Schön, nicht? Ich habe zum Teil damals die Rezepte sogar noch hergestellt. In meiner ersten Stellung. Wirklich? Okay. Mhm. Oh, schau mal. Das Migränepulver damals, das war der absolute Hit. Und du sagst, diese Rezepturen gehören ausschließlich zu dieser Apotheke. Ja, das war ja die Idee von dem Leininger. Schau mal, der hat keine Kinder und auch keine Verwandten, die sich für sowas interessieren. Und es lag ihm halt sehr am Herzen, dass diese Kostbarkeit in die Hand von jemandem gerät, dem er vertraut. Und er will, dass du seine Apotheke in Weilheim kaufst? Ja. Und das Buch und die Rezepte wären die Dreingabe. Und du würdest die Apotheke dann verpachten? Und die Rezepturen verwerten. Genau. Ich meine, das ist dem Leininger mir völlig klar, dass man die Rezepte nicht mehr wie damals herstellen kann. Also im Handbetrieb und jeweils auf Anfrage. Aber das geht nicht. Weißt du, wenn man da einsteigt, dann muss man wirklich kommerziell einsteigen. So quasi als Pharmabetrieb. Ja. Als Pharmabetriebchen? Nein, ich meine einen Pharmabetrieb. Weißt du, was allein die Einrichtung der Labors kostet? Ich meine, wenn man das macht, dann muss man wirklich damit auf den Markt gehen. Und das bedeutet, dass du als erstes mal die Genehmigung vom Bundesgesundheitsamt brauchst, dass du außerdem Klinikerprobungen und so weiter brauchst. All das, was gesetzlich vorgesehen ist. Und der Leininger hat es deshalb auch nicht gemacht. Das ist kein armer Mann. Aber für so ein Unternehmen brauchst du wirklich Kapital. Da würde nicht mal deine Erbschaft reichen. Nein, bei weitem nicht. Und es wäre auch blödsinnig, sowas im Alleingang zu machen. Ich habe mir gedacht, ich suche meinen Kompagnon. Naja, und so ganz spontan ist mir auch eine Idee gekommen, wer das vielleicht sein könnte. Aha. Und wer? Und das liegt doch auf der Hand. Johannes Hengsberg.
Früher ist oft Onkel Roman mit uns hierher gefahren. Nachdem unsere Mutter gestorben ist. Mhm. Und irgendwie bin ich immer hierher gekommen, weil mich etwas sehr belastet hat. Diese ganze Gegend und die Kapelle, die strahlen eine Ruhe auf mich aus. Ich hatte immer das Gefühl, dass alles besser wurde, wenn ich hier war. Es erscheint mir so, als ob er mir ein zweites Leben geschenkt hätte. Das ist einfach unglaublich. Ich werde nie mehr vergessen, wie sehr du mir gefehlt hast, als ich dachte, dass ich dich nie wiedersehen würde. Lass uns reingehen, komm. Natürlich unbedingt dabei helfen. Ich schaffe das einfach nicht alleine, wenn ich das alles machen soll. Bei dem Full House, was wir heute Abend haben. Ja, okay, was soll ich machen? Ja, schäl die Kartoffeln für einen Kartoffelsalat. Ja. Du? Hm? Ich bin ganz froh, dass wir mal allein sind. Warum? Ich muss dich unbedingt was fragen. Na, dann schieß mal los. Du hast doch erzählt, dass du Probleme mit diesem Laden hast, den ursprünglich Frau Abert betreiben wollte. Ja. Naja, weil der Mann jetzt die Pacht will und sie doch zurück ins Gefängnis muss. Ja, das stimmt. Ich habe sogar eine Bürgschaft übernommen. Und solange ich keinen Nachmieter für diese Boutique finde, dann muss ich die Miete bezahlen. Warum interessiert dich das? Weil ich dachte mir, ich könnte den Laden doch nehmen. Du? Ich dachte, du wolltest auf die Journalistenschule. Ja, das wollte ich ja auch. Aber dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und mich gefragt, warum ich mich diesbezüglich dauernd von meinem Chefredakteur anquatschen lasse und ich ihm immer noch nicht Bescheid gegeben habe. Und warum nicht? Weil eigentlich war es doch Tante Mathildes Idee, dass ich Journalistin werden soll. Und nicht meine. Ach, Silvi. Es hat doch alles so wunderbar funktioniert. Die waren doch alle so zufrieden mit dir. Schau, und dein Chefredakteur würde nicht dauernd nachhaken, wenn er nicht überzeugt wird, dass du begabt bist. Und das herauszufinden war doch schließlich der Zweck des Volontariats. Ja, vielleicht ist er ja auch der Meinung, dass ich geeignet dafür wäre. Aber ich bin es nicht. Margot, ich bin kein Recherchenmensch. Aber weißt du, etwas mit Mode aufzuziehen, daran hätte ich wirklich Freude. Und jetzt, wo es so auf der Hand liegt? Bitte hilf mir. Auch bei Papa. Ich glaube, er wird nicht so begeistert davon sein. Das glaube ich allerdings auch. Also gut, ich rede mit ihm. Danke, das ist echt lieb von dir. You are welcome. Jetzt habe ich allerdings eine Frage. Hm? Wer war denn der junge Mann, der dich letzte nach Hause gebracht hat? Och, ein Bekannter. Aha. Naja, vielleicht auch ein Freund. Mal sehen. Aber diesmal bin ich vorsichtig. Versprochen. Sonja und Ingrid, die beiden Unzertrennlichen. Roman. Was für eine Freude. Nicht nur eine Freude, sondern auch Hoffnung. Oh. Ja, ich wollte das Wachsen und Vermehren nicht nur euch überlassen. Nachdem sogar du jetzt ein Kind hast, wollte ich auch mithalten.
Hallo, Siri. Hallo. Ich habe schon viel von dir gehört. Grüß dich. Grüß Gott. Da sind wir ja heute in Originalbesetzung. Freunde, bevor wir das Buffet stürmen, möchte ich um Gottes Segen für unsere kleine Gemeinschaft bitten. In den vergangenen Tagen haben wir erfahren, wie zerbrechlich das Glück sein kann. Lasst uns bitten, dass Gott in uns ein bisschen von dieser Erkenntnis für immer wahrhält. Möge er seine schützende Hand über uns halten. Über die Alten, über die Jungen und über die, die bald zwischen uns herumkrabbeln werden. Er lasse uns in Freud und Leid zusammenstehen und erhalte unsere Freundschaft. Amen. Ich werde dich vermissen, so wenn du bist im Internat. Am Wochenende komme ich doch meistens heim.